weiter geht's. Wir könnten vielleicht nochmal irgendwie Verbündete uns anschaffen. Also Afghanistan wäre sicherlich ein interessanter Verbündeter, auch langfristig. Weil es eben das Mogulreich aus Indien so abblockt. Oder weil es halt so eine künstliche Barriere darstellt. Und auch langfristig, wenn wir dann irgendwann eine gemeinsame Grenze mit dem Afghanistan haben, auch einen sehr, sehr guten Landhandelspartner abgeben könnte, der uns eine Menge Geld bringt. Ja, die Mogulen gucken immer wieder mal vorbei bei den Universitäten, kann ich ja gut verstehen, es sind ja auch gute Einrichtungen. Und das Tönenbajonett wurde erforscht und ich denke, dass es hier Aufstände gab oder zumindest einen kurzen Streik, jawohl. Und da gehe ich mal direkt mit dem Mob ein bisschen bei. Der kostet auch nur 80 Goldstücke. So. Jawohl, das war logisch, dass das passiert. Regulierungsbericht, Arabisches Meer. Das wird erstmal in Reserve gehalten, würde ich sagen. Und bei der Rabatt ganz genau noch mehr Truppen. Hier ist nichts frei. Niet. Niet, 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 niet. Genau. Und die Profite sinken nur langsam. Frankreich ist mal wieder ein bisschen abgefuckt, aber immer noch über 11.000, trotz der militärischen Aufrüstung, die natürlich auch viel Geld verschlingt, im Unterhalt gerade auch. Ein feindlicher Spion wurde enttarnt. Oha. Da kann ich aber leider nichts gegen tun, weil ich selbst keinen eigenen Spion habe. Schade, ich habe nur östliche Gelehrte. 6 Stück zwar, aber kein Spion. So, Bijapur. Sehr gut. Maharaja-Palast. Und ui, was kommt denn da jetzt? Shaniwarwada für 10.000 Goldstücke. Das bringt uns keine Repression mehr, auch keinen Steuerbonus, aber jeweils plus 1 Zufriedenheit bei beiden Klassen. Kein Rekrutierungsplatz mehr. Und die Pindari-Reiter, sind die neu oder gibt es die beim anderen auch schon? Die gibt es beim anderen auch schon. Mhm. Aber ein fettes Gebäude, das muss ich mal sagen. Und es stärkt natürlich das Nationalprestige. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Also ich würde sagen, wir bauen das mal direkt, denn das Geld habe ich. Boah, fett. Und die Militärakademie hole ich mir natürlich auch. So, dann haben wir wieder wichtige Gebäude in Auftrag gegeben. Das Tönenbajonett war dafür verantwortlich. Genau. Und haben wir noch eine Eigenschaft erhalten. Minus 2 auf Moral in Gefechten. Oh, 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 das ist der General in Goa. Ja gut, der hat eh nicht so viel zu tun hier. Dass der dann nicht so aktiv ist, ist klar. Und ich glaube, wir ziehen mal ein paar der Trupps ab und direkt hier nach Sanatika, weil ich glaube, Goa nicht so bedroht ist. Und selbst wenn, dann müssten die Alliierten erstmal hier, oder die Alliierten sei schon, D-Day, müssten die hier erstmal durchkommen. Ich baue mal nur die Miliz und schiebe auch die jetzt hier rein Richtung Mysur, weil das ist bedrohter definitiv. Und in Bijapur haben wir sozusagen dann irgendwann größere Truppen, dass das Goa auch von Bijapur abgedeckt wird. Außerdem ist Goa vom Reichtum her nicht ganz so wichtig wie Mysur. Und ja, aber in Mysur brauche ich sozusagen als südliches Kommando, als Heereskommando Süd, wenn man das mal so ausdrücken will, auch eine Militärakademie, damit hier beide Städte sich prächtig weiterentwickeln. Hier der Rabatt ist nicht ganz so wichtig, haben wir ja schon gemeinsam festgestellt. Und so läuft das alles weiter, genau. Subdaran-Palast, was ist das hier? Erstmal auch Subdaran-Palast, also Donnerwetter schon letzte Stufe. Das ist echt, echt gut. So, hier bleibt die Flotte drin. Die bleibt auch wirklich drin, weil die kann, wenn sie sich rausstellt, nichts gewinnen. Die würde höchstens bei einem Krieg von den Mogulflotten versenkt werden. Die kann aber direkt dann hier wunderbar schon zu den nächsten Inseln. Und Persien hat eine Flotte zwar, aber kein Hafen. Und hat noch im Krieg mit den Mogulen, oder? Im Krieg mit Persien und Piraten sind sie, ja. Und Persien, wie es wäre, sei mit den Mogulen, den Piraten. Aber er ist mit Dagestan immerhin verbündet. Ob das denen helfen wird, das weiß ich nicht sicher einzuschätzen. Ich schätze mal nicht, weil Dagestan sicherlich vor allem sein eigenes Gebiet verteidigen will. Auch Menno und die Barbareskin. Haben die nicht einen anderen Hafen noch? Hier ist eine Werft. Und hier ist noch eine Werft, die von den Spaniern besetzt wurde. Oh, wie die ganze Provinz Algier. Dann könnten die Barbaresken auch bald komplett weg sein. Und Spanien wird eine echte Mittelmeermacht noch. Oder noch eine noch größere Mittelmeermacht, als sie ohnehin schon sind. So. Schön, schön. Dann kann weiter geforscht werden. Und Trichinopoli macht bitte, wie vereinbart, die Quadratforschung, die Quadratformationsforschung. Die Militärakademien sind bereits in Auftrag gegeben. Dort erwarten uns dann die Polygaren flächendeckend. Und, die Leibwache des Generals. Moment, das war gerade eben eine Einheit mehr. Ach ja, Sikh-Krieger und Hügelmänner. Oder eben auch nicht. Die sind, glaube ich, eher im Norden, die Sikhs, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsache.
Die Sikhs kommen dazu. Und Sikh-Musketiere statt Hindu-Einheiten. Ach, und die kotischen Hügelmänner. Gibt es die hier nicht? Nee, die gibt es aber da auch. Ah ja, gut. Also die beiden Hindus würden dann im Norden ersetzt werden durch kotische Hügelmänner plus Sikh-Krieger plus Sikh-Musketiere. Also die deutlich besseren Einheiten. Ja, gut. Ja, das ist natürlich doof. Hier sind auch noch keine Sikhs, ne? Nee. Aber hier vielleicht Gujarat müsste eigentlich schon ein dickes Gebiet sein, oder? Islamische Schwerter, das ist ja noch gut, das sind andere Einheiten, da weiß ich nicht, ob das so sich übertragen lässt. Mogulreich im Frieden, noch, muss man dazu sagen. Und in Bijapur selbst baue ich auch mal eine kleine Stadtwache auf. So. Stopp. Mitsamt General, bitte. Wenn es ihn schon gibt. Gibt's noch nicht. Ach, Gottchen. Aber hier konnte ich doch auch einen ausbilden. Nicht? Nee, konnte ich noch nicht. Stimmt, den muss ich erst, kann ich erst hier ausbilden. Ich könnte nur einen so erstellen. Aber es ist auch sehr teuer. Dann lass es bleiben. Artillerie können wir auch bald weitermachen, aber es bringt kaum was. Hier wären nur die 12 Finder Artilleristen. Da kommen Mörser, die brauche ich nicht. 18 Finder, ja gut, ist ein bisschen größer. Artillerierad, große Mörser und Raketentrupps und Pionierakademie. Okay, hier gibt es dann die dicken, fetten 64 Finder Püster. Aber entscheidend sind die eigentlich nach meiner Erfahrung nach nicht. Obwohl sie natürlich geil aussehen, das ist schon irgendwie klar. Aber wie gesagt, entscheidend sind sie nicht. Gizibashi-Musketiere haben sie hier, Hindu-Musketiere und schlechte Nahkampfeinheiten und so weiter. Hier bleiben wir erstmal passiv im Bereich Malwa, aber ich denke, Gujarat wird angegriffen von uns, wenn es soweit ist. Und dann natürlich hier unsere große Offensive in Richtung Orissa und Sirkars. Die Armee, die könnte man schon mal hier oben hinstellen, also hier an die Grenze. Und in Hyderabad selbst gibt es dann die Miliz. Okay, weiter geht's. Mogulreich. Hallo und tschüss. Aber Resken starten. Die brauchen lange. Vielleicht erobern sie gerade von Spanien zurück. Ach, die Piraten sind wieder da mit einer Galeone. Oh, das ist nicht gut. Dann müssen wir vielleicht mal uns die Piraten noch annehmen. Wir könnten natürlich hier ein paar Truppen ausbilden, um mal die Pirateninseln in Augenschein nehmen. Wir brauchen ja nur 4 Trupps und dann hier zack, zack, die beiden Inseln einnehmen. Das wäre doch mal eine Mission. Pass mal auf, das machen wir jetzt auch. Ich bilde in Bijapur Truppen aus. Erstmal hole ich mir einen General. So. 4 Sterne mit Elefant und allem drum und dran. Und dann holen wir uns dazu ein bisschen Artillerie noch, 2 Einheiten. Und ein paar Polygare, wenn wir die hätten. Aber die müssen wir im Süden anfordern, ne? Das ist ein bisschen weit weg. Dann nehmen wir gegen die Piratenhilfen auch Trupps. Also normale Trupps, sehr gut. Aber einmal Lanzenreiter. Ein paar Gelanzenreiter kommen. Nehmen wir die noch einmal dazu und noch einmal die. Und dann ein paar bleiben hier. Komm, dann kann ich noch eine. Dann kann ich nochmal die. So. Und dann gehen wir damit 6 Einheiten oder so rüber. Und ich rekrutiere hier eine Brick für diesen Einsatz. Und dann geht es nächste Runde schon los. Wir haben schon genug Truppen dann. So. Bijapur, Sanatika, Hyderabad. Ja, ja, das ist. Ihr solltet ja erstmal ruhig sein, die Geschichte. Und die Sherry noch 2 Runden. Und es ist eine neue Stadt entstanden. Jawohl, die erste überhaupt. Kurnool, Hyderabad. Und in 26 ist Nizamabad dann die nächste. Die ist nicht die, es ist Golconda. Nizamabad ist da. Gut, aber erstmal haben wir jetzt Kurnool. Und wir müssen uns entscheiden. Was haben wir denn? Werkstätten, Schmiede. Oh, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Also dann würde ich das nochmal präferieren gegenüber dem kleinen Ashram, heißt das. Alles klar. Der wäre dann gut für einen breiteren Priester. Oder natürlich auch wäre gut gewesen diese Sache mit den mit der Poststation. Aber die kann man auch noch hier in ja, irgendwo anders bauen, wo die Leute ein bisschen unzufriedener sind, weil die auch bei der Zufriedenheit hilft. Das gleiche gilt auch für den kleinen Ashram, weil wir hier in
Hyderabad ja schon relativ viel Hinduismus haben und auch kaum Unruhe, weil ja auch keine Uni ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier in Kurnool jetzt tatsächlich die Werkstätten hin. Dann können wir von der guten, von den guten Provinzgebäuden hier partizipieren, die mehr Steuern bringen. Und du kannst dann mir bald ermöglichen, zu forschen hier in diesem Metallindustriebereich. Ganz, ganz wichtig. Baubericht, der Subdaren-Ballast in Goa, maximale Stufe ist das. Und die Drillschule auch hier wieder in Hyderabad. Sehr gut. So. Und die Armee geht weiter an die Grenze. Und noch näher dran. Und dann ist bald in einer Runde hier in Goa, weil ich sehe, da ist gerade sogar eine Straße. Perfekt. Oder Orissa und Sessars, pardon. Wir kommen hier auf Goa. Naja, egal. So, Bera bleibt so, wie es ist. Kann möglichst Angriffe abwehren hier. Da ist noch ein Dorf. Lichpur wird uns auch bald gehören. Harar. Die Mogulen hier sind auch weg. Das ist doch gut. Aber erstmal konzentrieren wir uns dann auf diesen neuen Plan, den ich gerade eben so fix ausgeheckt habe mit den Piraten. Forschung läuft. In einer Runde haben wir wieder einen Platz frei. Da können wir uns überlegen, wo wir den einsetzen. Hier vielleicht hier in der Textilindustrie oder auch hier im Bereich Aktiengesellschaften. Weil der auf die Zufriedenheit geht. Also muss man immer ein bisschen abwägen, was gut ist und was nicht so gut ist. Und genau, ihr könnt auch nochmal hier in den Süden. CC. Und Polygare sind auch gut da. Wie viel Geld? Ja, ich war noch 11.000. Also da gibt es überhaupt nichts. Zu mir gehen Gewürze. Oh. Hey, gestiegen. Dann muss das irgendeinen Grund haben. Tatsache. Die Spanier sind hier abgehauen. Oh, dann komm her, mein kleines Schiffchen. Auf Richtung Ostindien. Wirst du kurz umgewidmet. Das ist ja hochinteressant. Oder ist das etwa... Nee. Ist frei. Sonst wäre das Symbol hier dieses X. Okay. Und hier? Das ist allerdings dicht. Hier müssen wir nur aufpassen mit den Piraten natürlich, ne? Die hat eine Galeone, die wird jedes unserer kleinen Daos locker zermalmen. Das ist auch besetzt. Und hier, das sieht man so schon, dass italienische Staaten da sitzen und die Niederländer auch wieder. Okay, also das ist natürlich eine hochinteressante Entwicklung jetzt. Vielleicht ermöglicht uns das sogar einen vierten Gewürzpunkt zu besetzen. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil die Spanier eigentlich überhaupt keinen Grund haben, sich da wegzuziehen. Mal gucken, vielleicht sind sie gleich wieder da, vielleicht auch nicht. Ein Fortbauen tue ich nicht, das bringt ihnen nichts. Ist ja keine Verteidigungsstellung. Aber das ist eine hochinteressante Sache. Das finde ich ja, es ist ja wirklich gut. So, noch gute Minister eingekommen. Das Leben, oh, das sieht gut aus. Leben ist schön. Ladenbesitzer, aha, religiös und Agrarwissenschaftler. Und hier ist der Marineminister, der ist, da ist das Leben schön bei ihm. Schatzamt, Islamwitzer und passabler Bankier. Mal gucken. Eins, zwei, und das gleicht sich aus. Adel. Der wäre also etwas besser hier, aber nicht in Sachen Verwaltung, sondern in Sachen Zufriedenheit. Und bei der Marine hätte er auch einen Stern. Hätte er sogar einen Stern mehr. Wäre auch gut für die Forschung. Und er macht beide Klassen zufriedener. Perfekt, dann nehmen wir dich. Bums. Zack. 59%, 60%. Hat sich doch gleich ausgewirkt. Und vor allem haben wir im Süden noch ein Punktchen. Genau. Gerade eben war das Stadtwache 4 nötig und eine 5. war schon in Stellung gebracht. Jetzt sind das nur 3 und 4. Also sehr gut. Der Minister wirkt sofort. Das sieht man hier oben. Regierungsmitglieder, Repression 3. Das ist also gut. Die Beliebtheit. Und das sorgt für sinkende Kosten. Stadtwache nur noch 128 jetzt, das ist sehr gut. Und ich gehe weiter in die nächste Runde. Die Frage ist auch, wie lange ich jetzt warte mit dem Angriff auf das Mogulreich. Nur noch wenige Runden, weil unsere Landstreitmacht steht schon. Oder noch lange, bis wir eine Flotte aufgebaut haben. Oder mache ich das immer so weiter in diesen... ganz kurzen Angriff und immer ein, zwei Provinzen abschnappen und dann 10.000 Goldstück überweisen und dann ist Schicht im Schacht. Vom Finanziellen her könnten wir uns das leisten. Und das ist ja auch immer viel Geld für die Mogulen, deswegen werden sie es meistens auch annehmen. Sonst schickt man immer 15.000 rüber und spätestens dann nehmen sie es an, das kenne ich. Und würde ich vielleicht sogar selbst machen, je nachdem wie wenig Geld ich dann hätte. Denn wenn die Gujarat verlieren, die Provinz, dann verlieren sie auch die einzige große Möglichkeit, Handel zu treiben. Und dann wird es eng für die. Dann wird es eng für das Mogulreich.